Moin Leute, Klassenanpassungen stehen an und zwar kleine Klassenanpassungen, keine großen Sachen. Und zwar die wichtigste Änderung ist die beim Jäger und darauf hat wohl jeder gewartet. Und zwar die TNT-Rune wird genervt und zwar Explosivschuss und Feuerbrandfalle machen jetzt nur noch 25% des Schadens von der Angriffskraft. Also das heißt, davor waren es 50% und er nimmt jetzt die höhere, also Melee oder Range Attack Power. Davor war es ja nur die Melee Attack Power. Das heißt, schon ein Nerf, auf die auch jeder gewartet hat, das muss man zugeben. Sate hat sich kürzlich auf X sogar drüber beschwert, er selber spielt einen Hunter, dass Blizzard endlich diesen Nerf bringen soll, damit die Leute das Rumheulen aufhören, weil es ihm auf den Sack geht. Jetzt hat Blizzard die TNT-Rune endlich genervt und ja, ich denke mal, das ist okay, es geht in Ordnung. Im AOE waren Hunter einfach ziemlich stark, von dem her war die Änderung auch ein bisschen abzusehen und die Spieler haben eigentlich auch nur noch drauf gewartet. Ansonsten gibt es hier noch ein paar Änderungen für den Druiden. Die Moonkin Gestalt verringert jetzt sämtliche Bedrohungen, die ihr durch Natur- und Arkan-Spells macht, um 30%, also weniger Bedrohungserzeugung. Beim Mage wurden zwei Sachen gefixt, also hier gab es keine Änderungen, sondern zwei Fixes, und zwar der 2-Piece Molten Core Z-Bonus hat nicht gescheit funktioniert und das haben sie jetzt gefixt und Massenregeneration hat auch nicht gescheit harmoniert mit Arkan-Blast und das haben sie auch gefixt. Paladine bekommen 6% weniger Bedrohung, wenn sie das Talent Rache geskillt haben. Das ist das hier, also 6% pro Punkt weniger Bedrohungserzeugung, wird aber deaktiviert, wenn ihr Zorn der Gerechtigkeit aktiv habt. Das steht hier unten nochmal. Das war's für den Paladin. Und beim Priest auch eine Änderung. Und zwar, Humankali will nicht so aggressiv sein zu anderen Spielern, die in der Nähe stehen. Ich glaube, das kennen wir alle, dass die euch angreifen, obwohl der Priester das nicht beauftragt hat. Die sind ziemlich aggressiv gewesen, die Teile. Von dem her, da haben sie jetzt die Agro etwas wohl reduziert. Und hier ein Hotfix beim Rogue. Der 6er Piece Set Bonus triggert nicht mehr CS Gift. Das war wohl ein Bugfix. Und Konsu und bei Kriegern auch ein Bugfix. Konsu sollte jetzt immer wohl den richtigen Satz sagen, wenn Spieler siegreich sind. Das soll es auch schon gewesen sein mit dem Video. Blizzard hat gemeint, Klassenanpassungen erstmal keine größeren. Gut, bis auf die Hunter Trap Nerf Falle jetzt, okay. Aber sie meinten, sie wollen keine größeren Klassenanpassungen bringen. Sie wollen erst sehen, wie die Klassen mit besseren Gear performen. Also erstmal keine Anpassungen, aber wahrscheinlich bestimmt bald. Sie haben gesagt, sie werden welche treffen, aber erstmal nicht. Also vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank für euren Support. Bis zum nächsten Video. Bis dann.